Lebenszyklusanalysen können überall dort angewandt werden, wo irgendwelche Bezugsobjekte verschiedene Phasen durchlaufen, die jeweils durch bestimmte Eigenschaften gekennzeichnet sind. Im Rahmen des strategischen Managements eignen sich als solche Bezugsobjekte insbesondere Branchen oder Märkte und Technologien oder einzelne Produkte bzw. Produktgruppen. Bei diesen Bezugsobjekten wird der Lebenszyklus in der Regel in vier Phasen eingeteilt, die durch jeweils charakteristische Merkmale gekennzeichnet sind, die ich am Beispiel eines Produktlebenszyklus erläutern möchte. Phase 1 – Entstehung. Nach der Markteinführung sind die Umsätze erst noch gering und steigen nur langsam an. Phase 2 – Wachstum. Mit zunehmender Bekanntheit des Produkts werden immer größere Stückzahlen abgesetzt und die Umsätze steigen stärker. Phase 3 – Reife. Langsam wird eine Marktsättigung erreicht, wobei nur noch geringes Umsatzwachstum auf hohem Niveau zu beobachten ist. Phase 4 – Alter. Jetzt beginnt die Ausphasung des Produkts bzw. Ersatz durch einen Nachfolger, verbunden mit sinkenden Umsätzen. Somit ergibt sich für den Lebenszyklus eine Kurvendarstellung. Auf der X-Achse werden die Altersdaten des Analysegegenstands, also bei einem Produkt die Zeit seit seiner Markteinführung in Monaten, Quartalen oder Jahren, abgetragen und auf der Y-Achse die Werte einer Messgröße zu den jeweiligen Zeitpunkten. Also wie geschildert, zum Beispiel die Umsätze, die mit dem Produkt erzielt werden. Denkbar sind aber auch Gewinne, Marktanteile oder Cashflows. Ziel der Lebenszyklusanalyse ist es, aus dem Kurvenverlauf bzw. aus den Positionen der Produkte auf den Kurven Rückschlüsse für geeignete strategische oder auch Marketingmaßnahmen zu ziehen. Eine mögliche Anwendung der Lebenszyklusanalyse besteht darin, dass alle Produkte aus einem Firmenportfolio unter Berücksichtigung der genannten Parameter Alter und Umsatz so in ein Koordinatensystem eingetragen werden, dass zumindest näherungsweise eine hypothetische Kurve entsteht. Auf diese Weise kann festgestellt werden, wie ausgewogen die Produkte des Portfolios auf die verschiedenen Phasen verteilt sind und somit eine Aussage über die Qualität des Portfolios getroffen werden. Portfolioanalysen gehören zu den klassischen und besonders wirkungsvollen Instrumenten der Strategieanalyse und Strategieplanung. Bei dieser Methode werden alle Produkte eines Unternehmensportfolios nach zwei Aspekten in einer Matrix eingeordnet. Die Stärke dieses Instruments liegt darin, dass einerseits mehrere unternehmensinterne und externe Faktoren in nur einer komprimierten, aussagekräftigen Grafik veranschaulicht werden können und andererseits aus der grafischen Darstellung unmittelbar Konsequenzen für die weitere strategische Ausrichtung eines Unternehmens abgeleitet werden können. Man spricht hier von Normstrategien. Zu den bekanntesten Vertretern dieses Strategieinstruments zählt die Portfolioanalyse nach der Boston Consulting Group oder kurz BCG, die wegen der zwei Dimensionen in der grafischen Darstellung auch als Marktanteils-Marktwachstumsmatrix bezeichnet wird. Als Marktanteil wird in der Regel nicht der absolute, sondern der relative Marktanteil eines Produkts gewählt, das heißt die Relation in Prozent des eigenen Produktumsatzes zum Umsatz des umsatzstärksten Produktes im jeweiligen Marktsegment. Für die Bestimmung des Marktwachstums des betreffenden Segments werden die Daten aus den Marktprognosen herangezogen. Üblicherweise werden mittel- bis langfristige durchschnittliche Wachstumsraten verwendet. Die sich ergebende Matrix wird in vier Quadranten eingeteilt, wobei die Grenzwerte für Marktanteile und Marktwachstum jeweils individuell festgelegt werden müssen. Jedem dieser Quadranten kann sodann, wie gesagt, eine Normstrategie für die darin befindlichen Produkte zugewiesen werden. Quadrant Poor Dogs, gekennzeichnet durch niedrigen Marktanteil und niedriges Wachstum. Die Normstrategie lautet hier Desinvestition. Quadrant Question Marks, gekennzeichnet durch niedrigen Marktanteil, aber hohes Wachstum. Normstrategie ist eine selektive Investition in erfolgversprechende Produkte. Quadrant Stars, Kennzeichen hoher Marktanteil und hohes Wachstum. Normstrategie in diesem Fall investieren,
um Wachstum und Expansion zu ermöglichen. Und schließlich Quadrant Cash Cows, hoher Marktanteil und niedriges Wachstum, das bedeutet für die Normstrategie, keine neuen Investitionen, aber möglichst lange am Markt halten, um die Finanzierung der Stars und der erfolgversprechenden Question Marks sicherzustellen. Wichtig ist, dass neben den Normstrategien für einzelne Produkte auch eine ganzheitliche Betrachtung der Qualität des gesamten Portfolios vorgenommen wird. Strategisches Ziel ist nämlich ein möglichst ausgewogenes Portfolio, bei dem Mittelzuflüsse aus Umsatzeinnahmen und Mittelabflüsse für Investitionen in einem gesunden wirtschaftlichen Verhältnis zueinander stehen, sowie ausreichend Profitabilität und Wachstum garantiert sind.